Für mich bedeutet Rassismus die Ausgrenzung oder Diskriminierung von Minderheiten. Egal, ob das jetzt aufgrund von der Hautfarbe ist, Religion, Glaube oder ähnliches. Rassismus ist oftmals unsichtbar, ja, unterschwellig und liegt nicht immer gleich auf der Hand und soll ein Impuls für alle sein. Ja. Es gibt ja den typischen Alltagsrassismus, sag ich jetzt mal, dass man sagt, dass gewisse Jobs nur von gewissen, von gewissen Nationen erfüllt werden. Ich selber erlebe das ja auch öfter wieder mal wegen meinem Kopftuch. Aber ich bin Gott froh, dass es nicht allzu oft ist. Aber wenn es dann ist, dann denke ich mir auch, warum? Du bist doch auch nur Mensch, ich bin doch auch nur Mensch. Ja, dann gibt es ja noch den, gab es bei uns während meiner Ausbildung in dem Betrieb, ist mal das Gerücht verbreitet worden, dass ein Neger kommt für die Negerarbeiten. Und wir hatten in der Firma keinen einzigen dunkelhäutigen Menschen. Mir war es einfach wichtig zu zeigen, dass Rassismus vorhanden ist. Dass wir leider in einer relativ rassistischen Gesellschaft leben. Es viele Menschen gibt, die damit zu kämpfen haben. Versuchen, eigene Denkweisen zu verbessern, dass man bei vielen Sachen den Alltagsrassismus rausbekommt, der einem oftmals gar nicht so richtig auffällt oder gar nicht so richtig bewusst ist. Eines der wichtigsten Mittel gegen Rassismus ist Integration grundsätzlich. Und das fängt mit eigentlich mit dem, was wir so täglich tun, also Arbeit eigentlich an. Also man muss Leute aller Nationen und Farben in die Arbeitswelt integrieren. Meine Schule war damals auch ausgezeichnet, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und da gab es dann immer diese Auszeichnung, wenn sich Schulen da extra auch für eingesetzt haben. Weil wenn man das früh auch schon Kindern wieder mitgibt, dass jeder individuell ist und dann kommt das auch weniger hoch, denke ich. Und da arbeitet man zusammen, erlebt Höhen und Tiefen zusammen und das, glaube ich, schafft ganz viel Brücken aufzubauen und Hindernisse einzureißen. So. Und dass man auch öfters über seine Ausdrucksweise nachdenken sollte, dass vielleicht für einen selber, wenn man zu jemandem, also als Extrembeispiel Neger sagt, dass man das selber vielleicht gar nicht als böse Absicht sieht, aber das trotzdem die andere Person verletzen kann und dass man auf sowas besser aufpasst. Und auch wenn man das von anderen Leuten mitbekommt, dass die sowas in die Richtung machen oder allgemein einfach irgendjemand ausgrenzen aufgrund von Farbe, Herkunft, Religion oder ähnliches, dass man dann da einfach einschreitet und da zu dem hält, der ausgrenzt wird. Guck mal, also es ist so, ich will dir echt gerne helfen, aber ich find's irgendwie ein bisschen kritisch, da irgendwas dazu zu sagen. Wir haben halt irgendwie das Gefühl, dass das Thema Rassismus, das ist super spannend und alles, aber wenn wir uns da für die Kamera stellen und es dann irgendwo hochgeladen wird, dann bietet es ja auch super viel Angriffsfläche.